Und wenn ich nicht binäre Menschen weglasse, weil ich zum Beispiel nicht Lehrkräfte sage oder SchülerInnen, Ja, dann was ist dann? verneine ich, dass sie existieren. Ach Und das Quatsch. ist gewalttätig. Ja, danke. Das ist gewalttätig. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren betreuten Gucken hier auf YouTube. Ja, das Thema Gendern ist ja eines, wo die Fronten sich immer mehr verhärten, weil beide Seiten Pro und Contra sozusagen immer mehr auf ihrem Standpunkt bestehen. Diejenigen, die für das Gendern sind, sagen, Leute, das ist eben die Entwicklung und wir müssen da auch jetzt alle berücksichtigen und das ist jetzt die moderne Form der Kommunikation. Wenn ihr dagegen seid, dann seid ihr transphob, dann seid ihr schwulenfeindlich, dann seid ihr frauenfeindlich und insofern akzeptiert es bitte, dass jetzt hier gegendert wird und ihr könnt eh nichts dagegen tun, weil das ist sozusagen der neue Trend, die jüngere Generation. Die würde also das sowieso schon machen. Und wer das also nicht macht, ist halt reaktionärer, ewig gestriger. Die Contra-Gender-Seite sagt, Leute, wir haben mittlerweile Umfragen, wo 80% der deutschen Bevölkerung sagen, wir möchten dieses Gendern nicht. Das hat sogar noch zugenommen, diese Zahl. Das heißt, je mehr ihr versucht, uns das allen irgendwie einzubläuen und aufzuoktroyieren, umso mehr schafft ihr euch immer mehr Gegner und Gegnerinnen bei diesem Thema. Lasst es doch einfach bleiben, es führt zu nichts, es ist eine Sackgasse. Das sind so die beiden Positionen, die es da gibt. Ich gehöre bekanntermaßen eher zur letzteren Fraktion. Wobei ich bisher immer gedacht habe, dass es ein tatsächlich Generationenproblem ist. Ich bin 50, das heißt, ich habe gedacht, so, naja, Leute in meinem Alter, die haben das halt jahrzehntelang so nicht gelernt und haben auch so nicht gesprochen und finden das einfach schwierig. Und da ich auch ein großer Freund und Liebhaber der deutschen Sprache bin, finde ich es einfach immer total hässlich und furchtbar. Diesen Doppelpunkt mitten in einem Wort oder dieses Gender Gap mitten in einem Wort zu haben, das ist eine Verunstaltung der deutschen Schriftsprache und ich kann damit nichts anfangen. Und es ist teilweise eben auch einfach falsch, weil wenn man statt Lehrer und Lehrerin Lehrende sagt, dann ist das eben nicht dasselbe, weil der Lehrende oder die lehrende Person ist nur dann eine Lehrende, wenn sie auch in dem Moment Unterricht gibt. Wenn der Lehrer oder die Lehrerin abends in die Kneipe geht und sich mit Freunden trifft, dann ist es keine Lehrende, weil in dem Moment wird ja nicht gelehrt, wenn sie in der Kneipe sitzen. So, aber das ist den Genderfreunden egal. Hauptsache, man kann sich irgendwie ideologisch hier durchsetzen und kann das irgendwie so zum Standard machen. Was aber offensichtlich sehr schwer ist und das ist jetzt eben interessant und deswegen kommen wir jetzt auf genau das, was wir uns jetzt hier gleich anschauen. Es scheint auch die junge Generation nicht besonders viel anzufangen mit diesem Gendern. Ich habe das ja aus eigener Erfahrung schon erlebt, weil ich habe ja öfter mal hier Schülerpraktikanten in der Firma und die sind ja meistens immer so 14, 15, vielleicht auch mal 17, 18. Und die frage ich immer sehr gerne und sage immer, wie ist das denn bei euch? Wird bei euch gegendert? Und ich bekomme immer, wirklich immer die Antwort, interessiert mich gar nicht, macht bei uns keiner. Wissen wir nicht. Gibt so ein paar, die machen das, aber also im Großen und Ganzen macht das bei uns eigentlich kaum einer. Also auch in der Schule oder auch bei Jüngeren ist das eigentlich in ganz großer Menge überhaupt nicht üblich und auch nicht angebracht und auch nicht hip in irgendeiner Art und Weise. Dennoch wollen die Medien, vor allem die öffentlich-rechtlichen Medien, versuchen, uns das irgendwie aufzudrücken und einzubläuen, indem sie es also konsequent immer wieder machen und indem sie also immer wieder die These aufstellen, nur wer gendert, ist ein toleranter und weltoffener Mensch. Das hier, was wir uns jetzt anschauen, ist etwas, was im Mai 2022 schon produziert wurde, aber jetzt lange Zeit im Archiv, im Online-Archiv des Bayerischen Rundfunks dahin siechte, weil wir werden es gleich sehen, es hat sich auch kaum jemand angeschaut. Das ist im Grunde ein totaler Flop. Diese Runde, die wir da jetzt haben, war im Grunde unter sich. Es war kaum jemand dabei. Und deswegen ist es auch niemandem aufgefallen. Aber es hat auf Twitter dann irgendwann die Runde gemacht vor ein paar Tagen, dass jemand es entdeckt hat im Bayerischen Rundfunk und gesagt hat, Leute, guckt euch das mal an.
Es geht nämlich darum, um die Frage, es ist ja eine Sendung, die quasi im Kontakt mit Schülern und mit Schülerinnen ist. Und die Frage, wie ist das mit dem Gendern? Sagt doch mal eure Meinung dazu. Offensichtlich in der Erwartung, dass die junge Generation also in großer Mehrheit wahrscheinlich sagen würde, ja, wir sind dafür. Aber das Gegenteil ist der Fall. Und insofern ist diese Runde gleich in einer Situation, in der es von Minute zu Minute peinlicher wird, das Ganze überhaupt noch irgendwie zu reflektieren und zu rechtfertigen, was dort passiert und was dort besprochen wird. Also, das ist wirklich unfreiwillige Komik und deswegen lohnt es sich einfach und es ist ideal für ein betreutes Gucken, das wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, ihr Schülerinnen und Schüler, ihr Schülerinnen, ihr SchülerInnen, ihr Lernende und natürlich auch an die Lehrkräfte, an die Lehrer, an die LehrerInnen, an die Lehrenden. Ich hoffe, es fühlen sich jetzt wirklich alle angesprochen und es ist nicht so, dass vielleicht sich jemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Also früher haben wir bei Lehrer auch gern Lehrkräfte oder Lehrkörper gesagt, ne? Das könnte man noch vielleicht mal wieder einführen. Statt Lehrer sagt man Lehrkörper. Das hat dann auch so was leicht Sexistisches, aber ist doch irgendwie geil. Weil irgendeine Form sie für den Schmarrn halten. Ich verwende aber jetzt alle möglichen grammatikalischen Formen. Das sagt gar nichts über meine Haltung und meine Meinung aus. Nein. Und wir sind heute ein Teil des Diversity-Tages der ARD. Und hier es gibt doch bestimmt auch einen deutschen Begriff dafür. Warum Diversity-Tag? Ich meine, es geht darum, um die deutsche Sprache, von der wir hier sprechen, über die wir hier diskutiert werden soll. Und was macht sie als erstes? Sie benennt diesen Tag mit einem englischen Begriff, nämlich Diversity-Tag. Es gibt auch Diversität auf Deutsch. Also kann es auch genauso gut der Diversitätstag sein, wenn es denn schon sein muss. Beim BR, bei den Medienkompetenzprojekten. Und bevor wir jetzt hier starten, die Diskussion auf dem Podium, finden wir, dass als erstes ihr in den Schulklassen das Wort haben sollt, beziehungsweise wir stellen euch zwei Fragen. Ich hoffe, ihr habt alle das Handy da, ausnahmsweise natürlich, weil normalerweise sollte man es in der Schule ja zumindest nicht aktiv mit an der... So, ich habe den Anfang schon gesehen, deswegen weiß ich jetzt schon, was kommt, aber wobei ich den Großteil noch nicht kenne, da bin ich genauso jetzt gespannt wie ihr. Es kommt jetzt nämlich eine Umfrage, an der Schülerinnen und Schüler, die also zugeschaltet waren zu dieser Sendung, es wird nicht ganz klar, wie viele Schulen sich daran beteiligt haben und wie viele Klassen, die werden also jetzt gebeten, abzustimmen, ob sie denn gendern oder ob sie nicht gendern. Und ratet doch mal einfach für euch einen Moment, was ihr meint, wie viele sich an dieser Umfrage überhaupt beteiligen. Nochmal so eine Zahl vielleicht im Kopf, wo ihr denkt so, ungefähr so viele werden es wahrscheinlich sein. Und dann gleicht das mal mit der Realität ab. Bank haben und ihr dürft jetzt mit abstimmen. Die Raumnummer ist die 47905522. 47905522. Wie kompliziert. Unsere Frage an euch geht, gendert ihr? Also entweder immer, nie oder ab und zu. So, pass auf. Wir warten noch ein bisschen mit der Abstimmung, wobei die Frage nicht so schwierig ist. Immer, nie und ab und zu. Neben mir wird schon gelacht, weil ein immer noch gar nicht angeklickt wurde. Ist aber auch schwierig, stringent zu gendern. Ab und zu und nie hält sich die Waage, beide 16. Ja. 23. Also wir haben jetzt, was haben wir jetzt? 23 und 19, also 42 Schülerinnen und Schüler immerhin, die sich daran beteiligt haben. Ist ja nicht schlecht. Ab und zu und nie 19. Abstimmung läuft noch. Ja, jetzt sind wir bei 47 und immer noch ist bei immer 0. Ist 0 sagen nach wie vor, dass sie nicht immer gendern. Ja, naja, die Frage ist auch ein bisschen unklar gestellt, weil ich zum Beispiel, wenn ich ein Newsletter verschicke an unsere Abonnentinnen und Abonnenten, dann schreibe ich das auch so, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist ja auch schon gendern. Das heißt, ich würde auch vielleicht ab und zu sogar antworten. Und dass diejenigen, die nie sagen,
fast genauso viele sind, wie die sagen ab und zu. Das ist ja schon mal hochspannend. Also im Grunde genommen kann man hier schon mal sagen, niemand begeistert sich wirklich fürs Gendern. Es gibt halt welche, die ab und zu vielleicht mal auch die weibliche Form mit nennen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und das sind dann eben die 25, ne? So, die nächste Frage ist eben etwas komplizierter, weil was heißt denn... Jetzt lenkt sie schnell ab, oder was? Ja, ist natürlich schlecht für eine Moderatorin, die jetzt irgendwie gar nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Statt mal darauf einzugehen, auf das Ergebnis, wird einfach gar nicht weiter dazu was gesagt und man geht einfach zur nächsten Umfrage über. Also wir haben nochmal jetzt, glaube ich, am Ende gehabt, 25 ab und sagen ab und zu, 22 sagen nie. Also 47 Menschen, die Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, haben sich an dieser Umfrage beteiligt. Also schlicht anderthalb Schulklassen. Super. Eigentlich gendern. Also da gibt es verschiedene Formen und man meint auch anderes. Einmal ist einfach nur die Doppelnennung gemeint, also die Verwendung von männlicher und weiblicher Form. Ja. Zum Beispiel Schüler und Schülerinnen. Genau. Oder wenn möglich die Verlaufsform, Zuschauende, Lernende, Lehrende, Studierende und so weiter. Oder drittens Gender-Sternchen, Doppelpunkt etc. So, jetzt haben wir nämlich nochmal eindrucksvoll genau das, was ich eben schon vermutet habe, dass die allermeisten, die sagen ab und zu, eben gar nicht wirklich damit irgendwie Gender-Sternchen meinen oder solche komischen falschen Begriffe wie Zuschauende oder Lehrende, sondern die eben tatsächlich zum Beispiel Schülerinnen und Schüler sagen oder Zuschauerinnen und Zuschauer. Und in die Kategorie würde ich mich ja sogar selber auch einordnen. Also so viel Gendern ist ja auch bei mir vollkommen okay und tue ich auch. Ja, Mensch. Gut. Interessant auch, dass jetzt die Zahl der Abstimmende ist ja richtig in dem Moment, weil die stimmen ja gerade ab, dass die gar nicht mehr eingeblendet wird. Ne? Wahrscheinlich haben sie gerade gemerkt, oh scheiße, das ist ja peinlich, wie wenig daran teilnehmen. Dann nehmen wir mal die Zahl lieber weg. Wir hatten ja, die Mensch. Abstimmung schon mal. Ah, und Gender, Sternchen, Doppelpunkt etc. liegt jetzt vorne. Ach guck mal, da freut sie sich jetzt. Ne? Macht das Rennen mit der Doppelnennung, männlich-weibliche Form, hin und her geswitcht. Ja, war aber nix, ne? Guck mal. Gut. Also auch hier hat die Doppelnennung sozusagen gewonnen. Also wir halten nochmal uns vor Augen. 25 Leute haben gesagt, dass sie ab und zu gendern. Und von denen, wenn ich es richtig sehe, wenn ich es richtig zusammenzähle, ungefähr die Hälfte sagt nochmal, dass sie nur damit meinen, Zuschauerinnen und Zuschauer und nicht Zuschauende oder ZuschauerInnen. Das heißt also, von diesen 25 müssen wir nochmal die Hälfte abziehen, vorhin an der Zahl. Das heißt, ja, es ist ein wirklich kleiner Teil, der wirklich konsequent hier sagt, ich gendere ohne Biegen und Brechen. Aber auch die sagen ja, haben ja nicht geantwortet, dass sie immer gendern und so, sondern nur gelegentlich. Und was ja vor allem wichtig ist, die Gesamtzahl derjenigen, die sich überhaupt daran für interessieren, für diese Umfrage und die sich überhaupt diesen Mist angucken, der von Rundfunkbeitrag hier bezahlt wird, das ist ja das Eindrucksvollste daran, dass die meisten gar nicht erst zugucken. Ne? Ist ja auch klar, ein Schüler, der gesagt wird, du pass mal auf, der Bayerische Rundfunk, der macht da was zum Thema Gendern, eine Live-Sendung, willst du da per Handy teilnehmen, dann würde der sagen, nö, du, da spiele ich lieber Fußball oder ich spiele lieber eine Runde, zock lieber eine Runde mit meiner Playstation oder was weiß ich, anstatt mir hier so einen Quatsch anzugucken. Ne? Es gibt nicht nur die Abstimmungen hier, sondern wir haben noch einen zweiten Raum, wo man Fragen und Kommentare stellen und machen kann. Daniela, unsere Chat-Moderatorin, ist dafür zuständig. Na. Und da ist der Menti-Raum. Ich glaube, die Daniela hat nicht viel zu tun in der Sendung, ne? Weil wenn die Nachfrage im Chat auch so groß ist wie bei der Umfrage, dann kommt da wohl nicht viel. 41, 18, 90, 46, 41, 18, 90, 46. Wir freuen uns. Aber kann man sich das nicht leichter machen, als eine achtstellige Zahl zu nehmen für so einen Raum? Das ist doch Wahnsinn. Wer soll sich das denn so schnell merken?
auf eure Fragen und Kommentare, hoffen, dass wir sie drannehmen können, je nachdem, wie spannend es hier auf dem Podium ist mit der Diskussion. Und wie viel los ist. Ganz kurz, Fabia, das Ergebnis vorhin, hat dich das überrascht? Ich finde es tatsächlich schön, weil es im Vergleich zur ersten Runde ja doch deutlich, nicht diverser ist, aber die Schülerinnen und Schüler doch deutlich mehr bemüht sind, zu gendern als die Runde vorher. Welche Runde vorher denn? Die kennen wir ja gar nicht. Wie war denn da das Ergebnis? Also da war es noch extremer Richtung nicht gendern oder wie? Ist ja interessant, dass wir das mal so nebenbei erfahren. Und ich finde schon, dass das eigentlich ein relativ gutes Abbild unserer Gesellschaft ist. Viele gendern sporadisch und ab und zu und versuchen es möglichst, je nachdem, wie es halt gerade in den Satz passt oder eben in meinen Wortlaut. Aber die Bemühungen sind schon da, gerade in der jungen Generation. Und das merken wir natürlich auch als Landesschülerrat. Ich merke das nicht. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie die Lehrkraft dahinter steht. Auch ob die Lehrkraft halt gendert oder ob das... Ich finde Lehrkörper immer noch schöner. Ich finde, die Lehrkörper müsste sich durchsetzen für Lehrerinnen und Lehrer. Die Lehrkörper. In der Schule, je nachdem, ob es ein eher in Anführungszeichen linkeres Viertel ist, wo die Schule ist, oder doch eher ein konservatives Viertel. Und auch. Ach so, also sie gibt sogar zu, dass Leute von der linken Bubble her, also Kinder von der linken Bubble her, eher beeinflusst werden und indoktriniert werden. Das sagt sie ja im Grunde damit, wenn sie meint, dass das vom Viertel abhängig ist. Auch wie die Kinder ja mehr oder weniger durch die Lehrkräfte, aber auch Eltern geprägt ist. Dementsprechend würde ich sagen, es ist ein sehr schönes Abbild. Genau, Julia, du bist Journalistin und du sagst, wir bilden die Welt nur richtig ab, wenn wir nicht nur Männer und Frauen benennen, sondern eben auch non-binäre Menschen. Kannst du zufrieden sein mit der Abstimmung oder auch die... Man muss sich ja nochmal klar machen, non-binäre Menschen machen einen nach wie vor extrem geringen Anteil unserer Bevölkerung aus. 0,1% der Bevölkerung ungefähr definieren sich zum Beispiel als transsexuell. Und die Leute, die sich als divers betrachten, das sind vielleicht noch ein paar Leute, die dazukommen. Aber wir bleiben nach wie vor bei unter 1%. Mehr ist das ja nicht. Also 99, irgendwas Prozent gehören zu diesen Gruppen nicht dazu. Und 85% ungefähr der deutschen Bevölkerung sind weiß und heterosexuell. Auch das muss ja nochmal gesagt werden. Insofern, wir reden hier wirklich von einem Problem, von einer Gruppe, die wirklich sehr gering, sehr klein ist, sehr gering ist. Und selbst die, die nicht weiß und oder heterosexuell sind, sagen ja zu einem großen Teil, dass sie das Gendern nicht wollen und dass gar nicht verlangen, dass das so gemacht wird. Insofern, es ist wirklich eine intellektuelle kleine Gruppe, und genau so sehen solche Leute nämlich aus wie die hier, die uns hier terrorisiert mit diesem Kram. So muss man das ja wirklich mal klar sagen. Und die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja sehr geprägt sind von solchen Leuten, wie sie hier, die machen das eben mit und versuchen auf Biegen und Brechen das irgendwie durchzusetzen. Aber es gelingt ihnen einfach nicht und es wird ihnen auch nicht gelingen. Und ich nehme das langsam wirklich auch mit viel Amüsement und Heiterkeit zur Kenntnis, wie sie sich versuchen, an der Bevölkerung irgendwie dahin zu bringen und sich daran die Zähne ausbeißen, ne? Die zweite Frage an dich, wie weit gehen wir? Reden wir in Zukunft von GästInnen, WirtInnen, Schafft? Was machen wir? Ich glaube, die Abstimmung hier zeigt, Sprache ist im Wandel. Sprache entwickelt sich evolutionär, das heißt von unten her. Ja, tut sie ja nicht. Reagieren Behörden ein. Das tut sie ja nicht. Ihr versucht es ja von oben, das uns aufzudrücken. Das ist ja das Gegenteil von dem, was passiert. Also ich finde es eine Unverschämtheit von dieser Dame, die natürlich beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, klar, von Rundfunkgebühren bezahlt wird, noch so zu tun, als wenn das quasi eine Revolution von unten wäre, die wir hier haben. Das stimmt nicht. Die Bevölkerung lehnt zu einem ganz, ganz großen Teil dieses Gendern ab. Und deswegen ist es Unsinn, von einer Bewegung von unten zu sprechen. Das stimmt nicht. Einrichtungen, wie jetzt, wo es heißt, Stellenausschreibungen müssen männlich, weiblich und divers ansprechen, damit sich alle von allen Berufen angesprochen fühlen. Wie weit es geht, ob auch zusammengesetzte Wörter wie GästInnen, WirtInnen, Schafft verwendet wird, werden wir mal sehen. Ich möchte kurz sagen, warum ich es wichtig finde, dass wir erstmal in nicht zusammengesetzten Wörtern inklusiv sprechen, also zum Beispiel Studierende oder ArbeiterInnen sagen, weil als Journalistin
muss ich präzise über die Welt sprechen. Also ich muss sagen, wer war zum Beispiel bei einem Ereignis dabei? Wenn ich jetzt sage, hier auf der Theresienwiese demonstrierten 1918 im November 60.000 Arbeiter, dann weiß ich da gar nicht, wer war da dabei. Waren da nur Männer dabei? Waren da auch Frauen dabei? Nicht-binäre Menschen? Ob 1918 schon nicht-binäre Menschen gab, vielleicht vereinzelt, das kann natürlich sein, ne? Ihr großer Denkfehler ist dabei ja, dass wenn gesagt wird, 60.000 Arbeiter demonstrierten, dass jeder auch automatisch weiß, natürlich sind auch weibliche Arbeiter damit gemeint. Denn der Oberbegriff Arbeiter umfasst ja alle. Das ist ja der entscheidende Punkt. Das ist ja das, was sie nicht versteht. Und wenn man jetzt hier unbedingt jetzt in Arbeiter und Arbeiterinnen das unterteilen will, dann macht man eigentlich die ganze Sache nicht besser, weil die Arbeiterinnen oder die Arbeiterinnen im Grunde ja, denn in manchen Augen vielleicht, als so eine Art Arbeiter zweiter Klasse betrachtet wird. Ne? Das sehen ja oft Frauen so. Es gibt zum Beispiel die Carola Rakete, ja auch nicht gerade eine vom konservativen Flügel, die Kapitänin, ne? mit der Flüchtlingsrettung, die übrigens immer noch Rasterlocken hat, zu meinem Erstaunen, und keiner regt sich drüber auf. Ich dachte, irgendwie kulturelle Aneignung wäre mittlerweile verpönt, aber das nur am Rande. Die ja zum Beispiel ganz klar sagt, ich möchte Kapitän genannt werden. Ich möchte nicht Kapitänin genannt werden, hat sie gesagt. Ne, warum will sie das nicht? Natürlich, weil wenn man von Kapitänen spricht, das immer so ein Stück weit klingt wie ein Kapitän zweiter Klasse. Und das will sie nicht. Ich bin Kapitän und ich bin nicht Kapitänin. Und das ist genau die richtige Haltung. Und diese Haltung kann man übrigens auch haben als Linker, als Toleranter, als weltoffener Mensch. Dazu muss man nicht konservativ sein. Das ist einfach eine ganz vernünftige und ganz pragmatische Haltung, so zu sprechen. Die rein männliche Form Arbeiter, die ist völlig schwammig. Und als Nein, ist sie nicht. Journalistin brauche ich eine präzise Sprache. Und der zweite Grund ist, ich möchte alle Menschen anerkennen, auch nicht-binäre Menschen. Wir haben Männer, Frauen und Nicht-binäre. Eine nicht-binäre Person ist heute auch auf dem Podium hier. Da haben Sie wohl wahrscheinlich lange suchen müssen, um die zu finden, ne? Weil so viele sind es nämlich nicht. Ich möchte unsere Zuhörenden alle ansprechen, aber auch die Menschen, über die ich berichte. Und wenn ich nicht-binäre Menschen weglasse, weil ich zum Beispiel nicht Lehrkräfte sage oder SchülerInnen, ja, dann, was ist dann? Verneine ich, dass sie existieren. Ach, Quatsch. Und das ist gewalttätig. Ja, danke. Das ist gewalttätig. Ohoho. Das ist natürlich, darauf muss man erst mal kommen, ne? Also, Entschuldigung, das sind Oberbegriffe, die sind, bei denen weiß jeder und jede, ne, damit ich auch noch mal kurz gender, dass da alle mit gemeint sind. Und was hat denn bitte eine binäre Person oder eine non-binäre Person für ein Problem damit, wenn das so formuliert wird? Was ist denn das für ein Anspruchsdenken, wenn man irgendwie zu 0,1% der Bevölkerung gehört, zu sagen, ich möchte aber hier auch benannt werden, auch wenn 99,9% nicht dazugehören, will ich hier aber auch mit genannt werden. Ne? Und das ist ein Anspruchsdenken, das finde ich unglaublich, ehrlich gesagt. Man muss auch vielleicht mal einfach die Größe haben, sich selbst auch mal zurückzunehmen und zu sagen, okay, mir geht es um Akzeptanz, ich will akzeptiert werden, ich will so leben, wie ich möchte, das kann ich in Deutschland weitestgehend auch, die Freiheit habe ich, aber ihr müsst euch nicht alle eure Sprache jetzt hier kaputt machen und euch sprachlich irgendwie verdrehen und verkrampfen, nur damit ich mein Recht bekomme, so weit muss es nicht gehen. Danke. Moritz, du meinst, Sprache ist bei der Lösung von sozialen Ungerechtigkeiten mit Abstand die kleinste Stellschraube. Wie meinst du das? Und Also ich glaube, das Problem ist eben viel tiefer liegend. Und wir haben sehr viele Stellschrauben, Gott sei Dank, wie man etwas verändern kann. Und durch die Veränderung von Sprache ist es leider so, dass eine Frau keinen Cent mehr verdient. Und ich glaube eben, dass wenn man konsequent gendert und auch wenn man, was viel wichtiger ist, anderen Leuten vorschreibt, wie sie genau zu sprechen haben, dass man einfach Gräben aufreißt, Probleme verursacht, die nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun haben.
Und zum Beispiel das Gendern bezieht sich ja bei Ungerechtigkeiten auch nur auf das Geschlecht. Es gibt aber noch viel, viel mehr Ungerechtigkeiten, zum Beispiel ethnische Unterschiede in der Gesellschaft, die werden auch völlig ausgespart. Und wenn ich nun jetzt bei einem Artikel... Wenigstens eine kritische Stimme. Aber es ist ja interessant, dass man dafür jetzt einen männlichen, einen Mann genommen hat, ne, der diese Position vertritt. Es gibt auch jede Menge Frauen, die man dahinter hätte hinsetzen können. Man hat wohl gesagt, na komm, wir wollen das mal ein bisschen beeinflussen psychologisch, indem wir dann nämlich einen Kerl hinsetzen, der nämlich keine Frau ist und der nicht non-binär ist. Der hat nämlich in Wahrheit keine Ahnung, wie es ist, unterdrückt zu werden und wenn man nicht mitgenannt wird. Das ist wahrscheinlich so die Absicht. Mit der Ethnie hat er was sehr Gutes angesprochen, denn, und das wird ja total immer weggelassen bei der ganzen Diskussion, Menschen mit Migrationshintergrund, die deutsche Sprache lernen sollen, die vielleicht Probleme haben, überhaupt unsere Sprache zu lernen, Deutsch ist keine einfache Sprache, die haben jetzt umso schwerer noch, wenn sie das jetzt auch noch mit berücksichtigen müssen, diesen ganzen Quatsch. Und das ist ja schon mal eine Form von Rücksichtslosigkeit, auch Menschen mit Migrationshintergrund gegenüber. Das wird immer völlig außen vor gelassen. Diese Leute, die für das Gendern sind, die tun immer alle so weltoffen und so tolerant und so. Und alle haben sich lieb und wir akzeptieren jeden und jede. Aber da hört es dann plötzlich auf an dem Punkt. Ne? Das ist immer interessant. Von der Demo, von den Demonstranten spreche oder von DemonstrantInnen, dann sind ja immer noch die non-binären Menschen nicht explizit mit gemeint. Bei DemonstrantInnen schon. Bei dem Thema keinen Cent mehr verdienen, würde dir... Warum sind die bei DemonstrantInnen eigentlich mit gemeint? Ist es ja, sind sie ja gar nicht. DemonstrantInnen ist ja eine Abkürzung im Grunde genommen, dass man männlich und weiblich in einer kürzeren Form zusammenfasst. Also nicht Demonstrantinnen und Demonstranten sagt, das wäre ja länger, sondern DemonstrantInnen. So verstehe ich das zumindest. Da hat er ja vollkommen recht. Wo ist denn da überhaupt, wo ist denn da das Non-Binäre? Der Doppelpunkt oder was? Oder das Gender Gap oder was? Oder was ist das Non-Binäre? Frau Krämer, die sehr viel Gerichtsverfahren geführt hat, völlig widersprechen, weil sie sagt, dass eben tatsächlich bis vor kurzem wir in unserer Sprache, wir Frauen, sagt sie, eben gar nicht vorkamen. Ich möchte gerne noch mal kurz Frau Krämer zuhören, wie sie ihren Kampf geführt hat. Angefangen hat das Ganze 1990, als ich einen neuen Ausweis brauchte. Und ich sollte als Antragstellerinhaber unterschreiben. Und da habe ich mich geweigert, hatte einen Brief schon mitgebracht von zu Hause, habe den dem Beamten gegeben, der war natürlich völlig überfordert, hat nur die Schultern gezuckt und hat gesagt, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Und damit hat er ja recht. Also war ich 6 Jahre lang ohne jegliche staatliche Legitimation, weil ich mich geweigert habe, weder Antrag noch Original als Mann zu unterschreiben. Wir sind 52% der Bevölkerung, wir Frauen, und kommen in unserer Muttersprache nicht vor. Das kann doch überhaupt nicht sein. So, danke, Frau Krämer. Also, wenn es um ein Antragsformular geht, ist es ja überhaupt kein Problem, natürlich drunter zu schreiben, Unterschrift des Schrägstrich der Berechtigten oder Unterschrift des Antragstellers, der Antragstellerin. Das ist doch völlig in Ordnung. Da gibt es doch überhaupt keinen Dissens. Und wenn da Institutionen sich weigern, da gebe ich der alten Dame sogar recht bis dahin. Aber es geht ja viel weiter, was wir hier erleben. Das hat ja mit dem gar nichts mehr zu tun. Das ist ja eine Geschichte, die jetzt so sich verselbstständigt hat und so abdriftet ins Absurde. Das sind ja die Absurditäten, die Kuriositäten, die damit mittlerweile einhergehen. Um die geht es ja. Es geht nicht darum, dass man auch Frauen mit benennt bei bestimmten Bezeichnungen und bei bestimmten Formulierungen. Klar. Und anderen Frauen, die dafür gekämpft haben, gab es die männliche und weibliche Form. Zelda, du bist der Meinung, es ist eine Generationsfrage, bis sozusagen auch das Gender normal ist und keine kulturelle Frage. Du hast türkische Wurzeln und du sagst, es macht eigentlich keinen Unterschied zwischen türkischen und deutschen Freundinnen, aber es macht einen Unterschied eben mit dem Alter. Also auf
Also ich kann natürlich immer nur von meiner Erfahrung sprechen. Das ist ja auch, wir sitzen hier alle mit Meinungen. Also hier sind keine Sprachforschenden. SängerInnen. So. Aber aus meiner Realität heraus, ja, in meiner Wahrnehmung ist auf jeden Fall so, dass dieser Konflikt, möchte ich mal sagen, dass der eher in verschiedenen Generationen auftritt, als es jetzt bei mir so wäre, dass meine türkischen FreundInnen da irgendwie das anders sehen als meine Deutschen oder ich meine, ich habe ja Freunde von überall. So. Und in meiner Also ich nehme das nicht so wahr, weil ganz jung ist die ja auch nicht mehr. Ne? Also wenn ich sie so angucke, also die 30 hat sie doch auch schon überschritten, ohne ihr jetzt zu nahe treten zu wollen. Wie gesagt, ich habe regelmäßig Praktikanten hier, ich habe viel mit der jungen Generation zu tun und ich höre immer, dass die mir sagen, ist für uns kein Thema, kriegen wir nicht mit, macht keiner bei uns. Das ist die Antwort, die ich immer bekomme. Also hier wird auch so manchmal, also hier wird auch künstlich etwas aufgebaut, was so, glaube ich, gar nicht wirklich vorhanden ist. Meine Wahrnehmung ist auf jeden Fall so, dass das nichts damit zu tun hat, sondern ich habe diesen Konflikt viel öfter, wenn es um Generationen geht, als wenn es um Herkunft geht, weil da sind wir nicht so stark geprägt in meinem Umfeld, nein. Wenn wir über eine andere Sprache oder Kulturraum reden, dann konkret zur Sprache. Es ist ja oft das Argument, dass es im Deutschen auch so wahnsinnig kompliziert ist. Wie ist es im Türkischen? Ist es da einfacher? Also Deutsch ist eine der Sprachen, wo es schwieriger ist. Also gibt ja deutlich mehr Sprachen, wo das noch problematisch ist in der Umsetzung oder wo ein Weg gefunden werden muss. Im Türkischen ist das jetzt nicht so. Da gibt es eigentlich quasi nur eine neutrale Aussage. Und wo ich merke zum Beispiel im Deutschen bei... Na, ich möchte mal sehen, ob die Türken ausgerechnet diejenigen wären, wenn das jetzt nicht so wäre, die jetzt sozusagen vorangehen würden beim Gendern in der Sprache. Das würde ich gerne mal sehen wollen. Das kann ich mir nicht ernsthaft vorstellen. Aber gut, das Problem hat sich ja dann von selbst gelöst, wenn die türkische Sprache eh so ausgelegt ist, dass sie keine Geschlechter kennt. Ja, ist ja praktisch, ne? Bei uns ist es halt nicht so. Pech gehabt. Gelesen, dessen bin ich mir bewusst. Also, dass wenn ein Mensch mich nicht kennt, werde ich weiblich gelesen, dann werde ich auch weiblich angesprochen. Und ich fühle mich nicht angesprochen, ich fühle mich auch unwohl damit, muss ich sagen. Weil das bin halt nicht ich so. Und dann muss ich sagen, explizit, das habe ich in anderen Sprachen nicht, wo es dieses Problem nicht gibt. Da habe ich nicht dieses Unwohlsein, das, womit ich konfrontiert werde, sehr oft im Deutschen. Jetzt habe ich ein Zeichen bekommen von Daniela, dass es schon Fragen und Anmerkungen aus den Schulklassen gibt. Ach, jetzt schon? Konkret an jemand, oder? Genau, es gibt eine grundsätzliche Frage, und zwar, was bedeutet eigentlich nicht binär, vielleicht bevor wir da weiter diskutieren? Zella, magst du es? Ja, voll. Also nicht binär bedeutet, dass ich... Ich fühle mich nicht männlich, ich fühle mich nicht weiblich, ich fühle mich in diesem binären System nicht auf einer der beiden Seiten, sondern ich bin halt so ich und ich bin nicht definiert durch ein, ich kann mir kein Geschlecht zuordnen, ich möchte es auch nicht, sondern ich bin halt so einfach nur Seda, so. Ja, wenn du dich kein Geschlecht zuordnen möchtest, das ist deine Privatangelegenheit, das ist ja in Ordnung, das kann man ja für sich so akzeptieren, aber rein formal würde ich mal sagen, ist es ja wohl eine Frau, ne? Also zumindest sind da sowas wie Brüste zu sehen hinter dem Pullover. Also wirklich, was ist denn das für eine das ist doch die Intoleranz. Da kommt doch die Intoleranz im Grunde her. Zu sagen, okay, ich lebe hier in Deutschland, es ist ein freies Land und ich kann für mich so beschließen, dass ich mich weder Mann noch Frau definiere, was ihre Privatsache ist. Aber deswegen kann man nicht 99% der Bevölkerung damit auf den Geist gehen und die zwingen, künftig anders zu sprechen. Nur weil jemand hier sich den Luxus erlaubt, non-binär zu leben. Also ich weiß nicht, das ist darüber denken die offenbar gar nicht nach. Das ist denen egal. Darf ich eine Frage stellen dazu? Ja. Wie wäre das dann? Also wie wäre dann oder wie müsste ich dich korrekt ansprechen? Also kann ich dich jetzt explizit nennen oder ansprechen oder geht das bei dir nur grundsätzlich durch implizite Nennung? Du meinst, wenn du jetzt
Also ich meine, ansprechen, ich habe einen Namen, deswegen funktioniert das immer. Du meinst wahrscheinlich bei einem Brief oder bei einer Mail zum Beispiel. Ja, aber da habe ich es sehr oft, bei vielen, zum Glück ist es mittlerweile so, dass echt an vielen Stellen man angeben kann, dass man nicht binär ist und dann steht da nur, hallo, Seda und dann passt es so. Oder mit Sternchen, ein Lieber sozusagen. Ja, aber das ist ja nicht mal nötig, das ist ja wieder diese Form von, es ist, man muss ja auch nicht sagen, liebe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, liebe MitarbeiterInnen, sondern liebes Team. Es gibt ja viele Formen, die funktionieren. Und für mich funktioniert es einfach, wenn man alles in Bezug auf den, wenn man nicht weiß, wie man es machen soll, einfach in Bezug auf meinen Namen gehen, weil dafür habe ich ihn. So. Ja, aber wenn du jetzt mal. Naja, aber Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, liebe, wie heißt es, Serda, heißt sie, Seda? Liebe Serda oder ich sage Hallo Serda, dann ist das doch ein Unterschied. Das liebe Serda ist doch viel persönlicher und viel netter und freundlicher, als wenn ich sage Hallo Serda. Also das ist auch ein Unterschied in der Ansprache. Also sie möchte lieber mit so einem kalten Hallo begrüßt werden, weil sie dann sozusagen ihre Ideologie wenigstens durchsetzen kann, oder was? Und liebes Team, ja, was heißt liebes Team? Zum Beispiel von mehreren Menschen sprichst, ist es eben erstens nicht immer möglich und zweitens auch nicht immer ganz korrekt, wenn man zum Beispiel von Verkaufenden spricht. Dann kann ja tendenziell jeder was verkaufen, aber wenn jetzt von Verkäufern die Rede ist, dann meint man ja damit den Berufsstand. Und beim generischen Maskulin ist es ja so, dass nicht alle Geschlechter explizit genannt werden, aber implizit mitgemeint werden. Und wenn wir jetzt quasi durch das Gendern eine Sprache umstellen, aber dann danach wieder genau da sind, wo wir davor waren, eben dass nicht alle explizit genannt werden, ist dieser Schritt ja eigentlich hinfällig. Nee, weil ich werde, wenn man gendert, werde ich eindeutig nicht ausgeschlossen. Weil es geht ja darum, dass man sagt, Verkäufer... Du schließt dich doch selber aus, Mädel. Oder Junge, oder was auch immer. Das ist doch Quatsch. Warum schließen dich andere aus? Ausgeschlossen wirst du doch, wenn du nicht akzeptiert wirst, gesellschaftlich. Das hat doch mit der Sprache nichts zu tun. Da kannst du einfach für dich sagen, okay, wenn jetzt gesagt wird, meine Damen und Herren, dann bin ich halt mit beidem gemeint. Sie kann ja auch so argumentieren, dass sie sagt, ich bin mit beidem gemeint. Ne? Lieb meine Damen und Herren oder liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja, da bin ich eben beides. So kann man es doch auch sehen. Warum besteht sie jetzt unbedingt darauf, explizit genannt zu werden? Weil sie da irgendwie sich persönlich für sich privat so entschieden hat, so zu leben. Was soll das? Was soll der Quatsch? Wem bringt das was? Ja, aber er ist ja auch wirklich, der Typ ist ja auch wirklich der Einzige in der Runde, den sie da hingesetzt haben, der sozusagen jetzt eine andere Meinung vertritt. Das sagt doch schon viel aus. Und die Moderatorin, auch wenn sie behauptet am Anfang, es ist nicht klar, wo ihre Position ist, ich finde es sehr klar, wo ihre Position ist. Innen, da bin ich sofort mit eingeschlossen. Ja. Da ist, weil da geht es nicht nur um, okay, Verkäufer und Verkäuferinnen, weil sonst könnte man ja auch einfach beides nennen. Ja, du bist doch beides. Bei dem Gender-Sternchen, Doppelpunkt, wie auch immer ihr das machen möchtet, da bin ich mit angesprochen, das schließt mich mit ein. Aber du sprichst es ja nicht. Und du bist ja weder Verkäufer noch Verkäuferin. Ich müsste dann irgendwann mal wieder in den Dialog einkretschen. Ihr könnt ja, wie gesagt, nachher einen Kaffee, Tee oder danach trinken. Also für mich ist das eben genau der Knackpunkt an dem Ganzen. Ich finde, es ist tatsächlich, glaube ich, eine Gewöhnungssache, könnte ich mir vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da auch eine Haltungsfrage sozusagen akzeptiert. Also wenn das Gegenüber das Gefühl hat, jemanden ansprechen zu wollen, auch wenn es nicht immer korrekt ist, ist es auch nochmal eine Form des Weiterentwickelns der Sprache. Das hat er ja auch in der ersten Runde unserer Diskussion gesagt. Also dass das eben, glaube ich, wirklich... Die haben wir auch nicht gesehen, die erste Runde. Also irgendwas haben sie da jetzt nicht mit online gestellt, offensichtlich. Ja, was heißt denn hier Toleranz? Also wirklich, das ist doch ihre Privatangelegenheit, was sie da fordert. Sie kann doch nicht die Allgemeinheit zwingen, weil sie zu einem minimalen Teil unserer Bevölkerung gehört, sich jetzt alle schön nach ihr zu richten, wie sie es gerne hätte. Was ist denn das für ein Anspruchsdenken? Also es riecht mich auf, sowas. Wirklich auch nochmal so ein Punkt ist, möchte ich inkludieren oder sage ich, das generische Maskulinum gilt für alle, also die männliche Form.
Aber ich würde jetzt erstmal gerne Markus, unseren Pressesprecher, mit einbeziehen in die Diskussion. Nämlich der BR hat es ja genau so gemacht, dass es keine grundsätzliche Richtlinie gibt. Wir haben deswegen auch mal auf die Straße uns umgehört, und zwar in Passau. Zwei Frauen sind da losgezogen und haben die Menschen befragt und haben gefragt, was ist denn eure Haltung und Meinung zum Gendern? Ich finde es wichtig, aber es ist natürlich eine Herausforderung, das in seinen Sprachgebrauch zu integrieren, weil wir ja normalerweise nicht so reden im Alltag. Es ist einfach eine Umstellung. Also ich gender nicht in meiner Alltagssprache, weil ich mich selber als Frau auch zugehörig fühle, wenn die männliche Form, sage ich jetzt mal, verwendet wird. Man geht total auf den Keks, wie jetzt gesprochen wird. Und ganz häufig hörst du dann von den Politikern auch, Bürger, Bürgerinnen, Bürgerinnen, also ich höre nur noch zweimal die weibliche Form. Ich finde es wichtig und notwendig, einfach, das ist ja normal für mich, gendergerecht zu sprechen und zu schreiben. Ja, ich rede das für einen Blödsinn. Ja, das soll so sein, wie es früher immer war. Er und sie, das reicht mir mal. Ja, Markus, das waren jetzt fünf unterschiedliche Menschen mit fünf unterschiedlichster Meinung. Also es war ja nicht eine wirklich deckend. Also klar, die zwei Männer waren ungefähr ähnlicher Meinung. Aber was macht der BR jetzt? Ich meine, wir reden hier von Bayern und vom Bayerischen Rundfunk. Ne? Also diejenigen, die etwas älter sind unter euch, können sich vielleicht erinnern, wie man in Bayern und beim Bayerischen Rundfunk in den 80er Jahren, als Strauß noch dort regierte, wie man dort drauf war. Also ich möchte mal gerne hören, wie Strauß sich wohl jetzt dazu äußern würde, wenn er von diesem Gendern hören würde. Ich glaube, da wäre seine Begeisterung sehr begrenzt, vermute ich. Jetzt damit. Also es heißt ja, man soll dem Zielpublikum entsprechend schreiben, sprechen, moderieren. Aber ich würde mal sagen, es ist jetzt vielleicht das gleiche Zielpublikum, was da befragt wurde. Ja. Und A, diese kleine Umfrage und B, auch die Diskussion zwischen euch beiden, Seda und Moritz, hat eigentlich mir geholfen in der Antwort jetzt, die dann nämlich lautet... Das war doch nicht der. Ist das der? Du hieß der andere doch gerade, der andere Typ. Oder ist der auch ehemaliger Landesschülersprecher und jetzt ist er Pressesprecher vom Bayerischen Rundfunk? Das verstehe ich nicht ganz. Die haben sich, glaube ich, geirrt, ne? Es ist schwierig, wirklich eine einheitliche, gute Lösung zu finden, die auch von dem Publikum, das wir als BR natürlich erreichen, und das sind, ja, was uns sehr freut, jeden Tag ganz viele Menschen, Hunderttausende, Millionen Menschen mit unserem Hörfunk-, Fernseh- und Online-Angebot. Wir haben uns als BR überlegt, dass es... Ja, die dürfen ja auch alle zahlen dafür, werden gezwungen zu zahlen mit Knastdrohung. Insofern kannst du dich auch freuen, dass die alle hören, ja. Geben sollte. Die kann ich euch kurz mal sagen, nämlich einmal, und das ist, denke ich, mit das Wichtigste und muss eben bewusst sein, der BR will geschlechtergerecht und diskriminierungsfrei in seiner Sprache, mit der Sprache umgehen. Beim BR arbeiten ein paar tausend Menschen, die jeden Tag mit Sprache arbeiten, Journalistinnen und Journalisten. Die oberste Maxime sollte schon sein, Publikumsorientierung. Jetzt bin ich gleich wieder bei deiner Frage, Claudia. Publikum ist so divers und so vielfältig, wie macht man es dann richtig? Und die Regel lautet seit dem Jahreswechsel beim BR, dass jede Redaktion für sich, also zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen, die bei PULS arbeiten, unserem jungen Angebot, das ihr hoffentlich kennt, es anders machen Leider können, kann anders ich das, ja. anders schreiben können in der Aufbereitung ihres Programmangebots, als zum Beispiel jemand bei BR Classic oder in den Nachrichten des BR. Worauf ich hinaus will, wir müssen irgendwie einen guten Weg finden, als BR in der Verantwortung für die Sprache und auch für die Menschen, die uns ja mit ihrem Rundfunkbeitrag bezahlen, möglichst alle zu erreichen. Aber auch, und das ist was, worauf ich es vielleicht... 80% der Bevölkerung, also auch 80% derjenigen, die Rundfunkbeitrag bezahlen, sind gegen das Gendern. Also Junge, wenn du sagst, du möchtest alle erreichen, dann tust du das ja gerade nicht. Weil eine große Mehrheit möchte das nicht, dass ihr gendert und möchte nicht, dass ihr so sprecht. Auch wenn es den Redaktionen freiwillig überlassen wird. Insofern, das ist ja gerade nicht sozusagen Volkeswille, der hier zum Ausdruck kommt. Reduzieren kann, nicht an einem Zeitpunkt sind, wo man sagt, das ist die allgemeingültige Regel, die wir jetzt allen überstülpen. Und vielleicht ganz zum Schluss noch zu mir und meiner Abteilung als Pressesprecher, habe ich auch ein Publikum, das sind nämlich Zeitungen, Nachrichtenagenturen, die über den BR schreiben. Und da habe ich mich entschieden, die möglichst neutral zu formulieren,
und keine Sonderzeichen zu verwenden, weil ich weiß, ich habe das durch eine kleine Mini-Umfrage sozusagen selber feststellen können, dass Zeitungen wie der Merkur, wie die SZ, wie die Nachrichtenagentur dpa nicht so schreiben, also die Zeichen nicht übernehmen würden und dann sagen, lieber Markus, danke für die Pressemitteilung, aber wir müssen das jedes Mal wieder umsetzen in unsere Gepflogenheiten. Seid doch so nett, macht's neutral oder macht die männlich-weibliche Form. Das ist momentan dort noch die Mehrheit. Eine kleine Geschichte dazu. Was heißt momentan? Wir miteinander zu tun, eine Pressemitteilung zusammengeschrieben und dann ist das Sternchen bei einem Zitat von einem Menschen außerhalb des BRs gekürzt worden. Das habe ich dann wieder schön reingesetzt. Habe mir gedacht, das geht dann doch nicht, auch wenn der BR kein Sternchen in seiner Pressemitteilung verwenden will. Markus war vorgewarnt. So, jetzt möchten wir... Es gibt auch den umgekehrten Fall. Es gab doch irgendjemanden, der sich aufgeregt hatte, irgendein Prominenter oder eine Prominente, wo auch zitiert wurde, plötzlich mit einem Sternchen, und der die Person gesagt hat, Moment, das habe ich so nicht gesagt. Ihr gendert hier einfach. Wie kommt ihr denn dazu? Wer war denn das nochmal? Ich habe es gerade vergessen, wer das war. Irgendeine prominente Persönlichkeit. Also so rum gibt es das ja auch, ne? Wir von euch wissen, ob ihr möchtet, dass der BR gendert. Das ist, wäre die Frage an euch, nämlich jetzt wird's ja, wieder peinlich. Pass auf. Oder mir völlig egal. Ja. Immerhin, es ist niemandem egal bisher, okay. Ja, doch. Lassen noch ein bisschen offen die Umfrage, es sind noch wenig Abstimmungen so. Da. 12 Leute haben jetzt, 17 Leute, 28. So, im Moment überwiegt das Nein. Wir warten noch kurz. Wie sie das so immer beeinflusst kommentiert, ne? Im Moment überwiegt das Nein, das impliziert ja, dass sie davon ausgeht, dass es sich noch ändert. Ne? Sie redet andauernd immer von vorübergehend und momentan noch und so weiter. Also die Frau hat doch eine ganz eindeutige Position. Wie kann sie am Anfang denn behaupten, sie sei eine neutrale Moderatorin? Ein Scheiß ist sie. So, jetzt haben wir 19 Nein, 16 mir völlig egal, 6 mal Ja. Das heißt, wir haben 35, also 41 Stimmen und nur 6 von denen sagen, der Bayerische Rundfunk soll gendern. Und 39 sagen nein oder ist mir egal. Das ist doch ein eindeutiges Ergebnis. Ist egal oder nein, ist nein überwiegt. Julia, die Frage an dich. Jetzt ist es mir wieder egal. Nee. Okay, also nein und mir völlig egal hält sich die Waage. Nein geht etwas hoch. Liegt vorne. Kannst du damit leben? Also ist es okay, wenn jetzt die Schulklassen, die SchülerInnen draußen sagen, Schülerinnen, nee, will ich nicht? Ja, ich denke, die junge Generation macht das doch, hat sie doch gerade behauptet. Ne? Aber es scheint ja irgendwie, ich glaube, innerlich kocht sie gerade, die Dame. Auch wenn sie jetzt behauptet, das würde ein Abbild der Bevölkerung sein. Nicht? Ja, also ich glaube, die Debatte ist halt sehr aufgehitzt. Und ich verstehe, dass viele auch sagen, es ist problematisch, wenn zum Beispiel Leuten, die nicht gendern, dann vorgeworfen wird, sie stehen in irgendwie einer konservativen Ecke oder so, was gar nicht unbedingt der Fall sein muss, sondern viele haben es halt auch einfach noch nicht mitbekommen oder sind, wie du gesagt hast, ach so, nicht so daran gewöhnt worden von Lehrkräften. Die sind zu doof. Also wer das nicht mitbekommen hat, der muss ja ziemlich hinterm Mond leben, also ganz ehrlich. Von ErzieherInnen oder so. Ich finde auch, dass es gefährlich ist, dass sich mit Gendern zum Beispiel Betriebe so pinkwashen können, also dass sie sagen können, ah, wir sind irgendwie hier divers, aber tatsächlich kriegen die Frauen bei uns im Betrieb immer noch weniger Lohn oder so, weil wir das nicht transparent machen, wer wie viel verdient. Also, ja, eben. Oder Unternehmen, die in Deutschland auf ihr Logo Regenbogenfarben machen im Juni, wenn Pride Month ist, aber in Saudi-Arabien das natürlich nicht machen, wo es eigentlich nötig wäre, dass man dort das Logo regenbogenfarbig mache. Ne? Gratismut nennt man sowas. Deswegen glaube ich, müssen wir da vorsichtig mit dem Thema umgehen. Ansonsten, glaube ich, ist es ein evolutionärer Prozess. Also Sprache wandelt sich von unten. Also, und, nein, tut sie nicht. Behauptet das doch nicht immer andauernd. Oh, regt die Alte mich auf. Es ist kein evolutionärer Prozess. Es ist ein Aufdrücken von oben. Es ist kein evolutionärer Prozess. Was redet die denn da? Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Redaktionen im Haus sagen, ja,
Ich muss präzise über die Welt berichten, das habe ich ja schon gesagt. Ich möchte, dass Sie sagen, ich möchte die Zuhörenden und die, über die wir berichten, anerkennen in ihrer Existenz, auch in allen Geschlechtern. Ja, und dafür wird die ganze Sprache kaputt gemacht und Wörter werden falsch benutzt. Die Zuhörende statt Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist also der Preis dann, oder was? Also als Journalistin muss man auch irgendwie auch ein Stück weit seine Sprache lieben. Das ist für mich sogar das Wichtigste im Journalismus. Das tut sie ja überhaupt nicht. Die Sprache ist hier völlig egal. Hauptsache irgendwie, sie kann da irgendwie sich ideologisch durchsetzen mit ihrer Weltanschauung. Und ein letztes ist, in die Zukunft gewandt eher, wenn wir als JournalistInnen so sprechen, gerade bei Berufsbezeichnungen ist es extrem wichtig zu sagen, das haben Studien gezeigt, vielfältige, wenn man da nicht nur von Polizisten spricht, kannst du dir vorstellen, Polizist zu werden, sondern auch kannst du dir vorstellen, Polizistin oder Polizist zu werden, dass sich da die Mädchen, die darin genannt werden, sehr viel eher vorstellen können, auch diese Tätigkeiten zu ergreifen. Und das, finde ich, macht viel mit unserer Arbeitsteilung. Welche Tätigkeiten übernimmt wer, wenn wir nicht nur von Hausfrauen sprechen, sondern auch... Also wirklich, also ein junges Mädchen, das sagt, ich möchte gerne zur Polizei gehen, würde sich sozusagen abgeschreckt fühlen, wenn in der Stellenausschreibung nur Polizist und nicht Polizistin steht. Also ganz ehrlich, wo lebt die denn? Auch von Hausmännern, nicht nur von Piloten, ja, sondern auch von Pilotinnen, nicht, ja, nur von Stewardessen, sondern auch von Stewards. Und wenn ein Sekretär endlich mehr sein darf als ein Möbelstück. Fabia, warst du überrascht von dem Ergebnis? Also sind Schulklassen. Grundsätzlich tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass es ein bisschen schwierig ist, sowas immer nur in eine Klasse reinzugeben oder in ein paar Klassen, die zuschauen, sondern dass man grundsätzlich bei den Schülerinnen und Schülern schon eine Entwicklung sieht, dass man sagt, da ist auch einfach der Wille dahinter, alle mit einzubeziehen. Und ich meine, ich als Landesschülersprecherin bekomme ja eben doch durch meinen Kontakt zu sehr vielen Schülerinnen und Schülern schon mit, dass der Wunsch da ist, dass man gendert. Und ach, dass man gendert. Jetzt gendert sie aber auch gerade nicht, ne? wenn sie das so formuliert. Es ist aber von vielen der Wunsch da, nicht zu gendern. Also das kann die mir nicht erzählen, was sie hier gerade behauptet. Klar, ich glaube, ohne dem BR zu nahe zu treten, ich glaube, viele junge Menschen sind gerade, was Nachrichten angeht, eher bei der Richtung Podcasts, wo von vornherein schon gegendert wird. Und der Rundfunk jetzt vom BR ist ja doch eher für die in Anführungszeichen ältere Generation. Wieso wird beim Podcast von vornherein schon gegendert? Es kommt doch auf den Podcast an, ist doch dummes Zeug. Generation, die ja, wie wir eben in dem Film vorhin schon gesehen haben, etwas zwiespältig dazu steht. Und jetzt so in den letzten Wochen, wir haben als Landesschülerrat den Konsens geschlossen, dass wir eben alle gendern. Wir gendern auch in unseren Pressemitteilungen. Und da kann ich zum Beispiel die Erfahrung sehr gut nachvollziehen, dass wenn wir mit Sternchen gendern, dass es durch die Bank rausgestrichen wird. Und das ist aber trotzdem für uns kein Grund, das nicht zu machen, sondern... Ach so, es wurde also beschlossen, hat sie gerade gesagt. Das heißt, es gab eine Abstimmung darüber, wollen wir das machen oder nicht machen. So, und da hat vielleicht eine knappe Mehrheit gesagt, wir machen das, und vielleicht hat auch ein Teil der Leute gesagt, wir machen das nicht. Ja, was ist denn mit denen wiederum? Die werden ja auch wieder nicht berücksichtigt. Das ist ja dieselbe Situation im Grunde genommen wie die non-binäre Dame da, die ganz rechts sitzt. Dass man sozusagen ja automatisch nie alle befriedigen kann, sondern immer einen Teil unter den Tisch fällt, auch bei so einer Abstimmung. Also sie ist ja nur deshalb jetzt glücklich, weil sie sich durchgesetzt hat mit ihrer Meinung. Ne? Wenn das jetzt die Mehrheit gesagt hätte, nö, ja, keine Ahnung, was hätte sie dann gemacht? Dann hätte sie gesagt, ich bin aber hier in einer Minderheit. Ich möchte aber auch hier berücksichtigt werden. Dann hätte sie wahrscheinlich rumgeplärrt, bis sie ihren Willen kriegt. Hallo. Das genau deswegen weiterzuziehen. Und wenn ich meine Texte gegenlese, sei es, wenn ich Interviews gebe oder was auch immer, will ich dieses Sternchen mit drin haben. Auch wenn es da gerne mal Stress mit JournalistInnen gibt. Aber mir ist es wichtig, dass ich alle Formen mit einbeziehe. Und gerade in den Schulen, nachdem wir die... Also sie will, also wenn sie interviewt wird in der Zeitung, dass das also abgedruckt wird. Und die Zeitung sagt dann, nö. Ja, Mädel, dann würde ich als Redakteur sagen, ja, tut mir leid, dann wird das mit dem Interview zwischen mit uns nichts. Tut mir leid. Diesen Konsens geschlossen haben. Wir haben das in der LandesschülerInnenkonferenz besprochen.
Und da gab es keine einzige Gegenstimme gegen das Gendern. Und wir vertreten ja immer noch die Schüler. Keine einzige Gegenstimme. Klar ist das. Naja, gut, aber schwierig. Ich meine, das ist ja auch ein gewisses Milieu, in dem sie sich da denn tatsächlich wiederum aufhält. Also da kann man sich ja schon vorstellen, was das für eine Truppe ist von Leuten, die da abgestimmt haben. Zu sagen, wir sind ein kleiner, sehr privilegierter Teil, muss man tatsächlich sagen, die jetzt im Landesschülerrat sitzen oder eben in der Landesschülerinnenkonferenz und haben eben allein schon den Background dazu. Aber grundsätzlich ist der Wille da, sich zu verändern und die Sprache zu verändern. Es gibt eine junge Kollegin im BR, die einen Kommentar gegen das Gendern gemacht hat. Eines der Argumente war, dass es elitär ist. Und du hattest auch gerade schon Widerspruch angezeigt. Magst du was dazu sagen, Moritz? Absolut. Zumal ich ja auch letztes Jahr Landesschülersprecher war, und zwar am Siedepunkt der Corona-Pandemie. Und auch ich habe das Mailkonto betreut und auch ich war viel in Kontakt mit jungen Menschen, die zur Schule gegangen sind, und muss da sagen, dass zumindest auf uns, und da kann ich für das gesamte Gremium von letzten Jahr sprechen, kein einziges Mal jemand auf uns zukam und meinte, könnt ihr bitte in euren Pressemitteilungen gendern, das ist mir total wichtig und ich fühle mich dadurch angegriffen. Ich finde, das führt an der Lebensrealität total vorbei, weil die Probleme wirklich woanders liegen. Und ich glaube, wenn man ernsthaft Gleichberechtigung schaffen möchte, dann ist es eben noch lange nicht. Es wäre total schön, dass, wenn wir unsere Sprache ändern, die Welt dann gut ist und alles gut und gleichberechtigt. Aber wenn ich möchte, dass eben mehr Frauen zum Beispiel im Berufsleben es einfacher haben, dann muss man einfach mal über das Rollenbild nachdenken. Dann kann es nicht sein, dass nur Frauen Mutterschutz bekommen. Es gibt, und das habe ich eben am Anfang gemeint, es gibt eben noch... Ja, solche elitären Frauen wie die Dame, die da jetzt gerade gesprochen hat, die da sitzt, die interessiert sich ja gar nicht für soziale Unterschiede. Das ist ja doch völlig egal, ob Leute nicht viel Geld haben. So denkt die ja gar nicht. Sondern sie denkt ja nur in ihrer Ideologie und in der Geschlechtergerechtigkeit auf der sprachlichen Ebene. Aber dass es auch um gleichberechtigte Bezahlung geht und so weiter, was er ja zu Recht anmerkt, das ist ja gar nicht wichtig. Das ist für sie nachrangig. Das Wichtigste ist die Sprache für sie. Und das ist ja genau dieses absurde Denken, dass das ja eigentlich eine Nebensächlichkeit ist mit der Sprache. Und für solche Leute, denn das offenbar aber das Hauptthema ist. Noch viel mehr Stellschrauben in Politik und Wirtschaft, wo tatsächlich auch konkret für mehr Gleichberechtigung getan werden kann. Und das ist eben nicht nur Sprache, die ja tatsächlich von unten herkommen muss. Das wurde jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber interessanterweise hat sowohl die Umfrage als auch repräsentative Umfragen ja genau das gezeigt, dass es nicht gewollt ist, dass die Großteil bzw. die Mehrheit der Bevölkerung und übrigens auch die Mehrheit der Frauen sich gegen das Gendern aussprechen und das nicht möchten. Das stimmt. Daniela, du hast eine Frage aus den Schulklassen, gell? Für uns. Bei mir trudelt sehr, sehr viel ein, aber eine Frage ist relativ interessant. Da wird um Meinung gebeten, von denen hier diskutieren. Denn und zwar, gibt es immer mehr Mehrheiten, die gegen die Sprachänderung an sich sind? Also sind die Menschen eher gegen Sprachänderung generell außerhalb vom Gendern, oder ist diese gendersensible Sprache das Problem eigentlich? Also ist das Thema Gender generell das Problem an der Sache, oder sind die Sprachänderungen, wären die theoretisch kein Problem? Julia, du wolltest da gerade... Ich kann es nicht allumfassend beantworten, aber grundsätzlich regt sich natürlich in unserer Sprache vieles. Also auch die Art und Weise, wie wir über Diversität generell sprechen, also dass wir zum Beispiel nicht mehr davon ausgehen, dass Deutsche alle so weiß aussehen, wie wir jetzt hier auf dem Publikum, hier auf dem Podium. Also da tut sich generell ziemlich viel, dass wir die Art und Weise, wie wir über Menschen, die nicht weiß sind, sprechen, zum Beispiel, dass wir da sagen, eine Person of Color oder People of Color oder so, da tut sich einiges, dass wir Ich denke, sie will mal präzise sein in der Sprache. Was ist denn Person oder People of Color? Das ist doch auch so ein schwammiger Begriff. Also farbig darf man nicht sagen, obwohl farbiger oder farbige das die deutsche Übersetzung von Person of Color ist. Also es sind da auch so absurde Dinge. Das stimmt, das passt doch alles hinten und vorne nicht. Und wie gesagt, die Deutschen sehen nicht mehr so weiß aus. 85% der unserer Bevölkerung sind weiß, und ungefähr ist so die Zahl. Das heißt, es gibt immer noch eine ganz große Mehrheit. Und das hat ja nun mal mit ethnischen Dingen zu tun. Also sind solche Leute erst zufrieden, wenn die Mehrheit in Deutschland schwarz ist oder was? Also ist das das Ziel irgendwie oder wie? Was soll denn das?
wieso muss überhaupt Hautfarbe eine Rolle spielen? Das ist ja immer die Frage. Das wird ja stellen, solche Leute werfen ja anderen immer vor, die würden sozusagen ein Problem mit Hautfarbe haben. Sie ist hier diejenige, die das Problem mit Hautfarben hat. Weil ihr ist es nicht egal, ob jemand weiß oder schwarz ist. Ne? Das ist der Punkt. Insofern ist sie ja dem Rassismus näher als andere. Aber solche Leute merken das halt nicht. Unterschiedlich über Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung sprechen. Früher haben wir da Behinderte gesagt oder so. Also da sagt man immer noch ziemlich viel. Und die Menschen, manche sind halt irritiert davon, einfach weil Sprache natürlich etwas sehr Individuelles ist, etwas sehr Persönliches. Und ich glaube, das spielt sich in allen Ebenen ab, des sprachlichen Wandels. In Frankreich wurde jetzt, habe ich heute im Radio gehört, gesagt, man darf nicht mehr Video streamen sagen, also keine Anglizismen mehr verwenden, sondern ich gucke Video aus der Wolke, also auf Französisch gesagt, das weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Also da gibt es ja eine ganz starke Bewegung gegen Anglizismen zum Beispiel. Und die hat es bei uns auch immer wieder gegeben. Es ist allgemein. Ja, und in Frankreich ist das Gendern auch staatlich untersagt worden. Präsident Macron persönlich hat das abgelehnt und gesagt, wir machen das nicht. Ich untersage das. Das sollte sie auch dazu sagen. In Frankreich, die Franzosen lieben ja ihre Sprache. Die Franzosen lieben ihre Trikolore, ihre Flagge, ihre Hymne, die lieben ihr Land. Das ist ja der Unterschied zu Deutschland. Wir Deutschen hassen ja unser Land, jedenfalls solche Leute wie die hier. Und das ist ja der Unterschied, ne, zwischen uns und Frankreich. Meine Sprache ist etwas sehr Persönliches und Individuelles. Ach nee. Und genau, deswegen sehr umstritten. Ach, jetzt plötzlich. Sarah, willst du was dazu sagen? Das ist tatsächlich die Frage, die gestellt wurde, ist auch eine, die ich mir oft stelle, sind die Menschen, die sagen, nee, ich bin jetzt nicht dafür, sind sie per se dagegen? Oder sagen sie, ich finde gerade die Umsetzung noch schwierig? Weil es ist was, was ich völlig nachvollziehen kann. Ich verstehe, dass es noch nicht die ideale Lösung gibt. Dem ist so. Und dieses Gendern mit Sternchen bringt halt so Probleme mit sich wie mit dem Journalismus, bringt Probleme mit sich mit der Blindenschrift etc. Und für mich ist es immer wichtig zu wissen, ist jemand gewillt, seinen Sprachgebrauch so zu ändern oder darauf einzugehen, zu sagen, okay, andere Menschen haben Bedürfnisse und Wünsche und ich versuche, dem gerecht zu werden, so gut es mir möglich ist. Oder ob Leute. Ich muss aber nicht jedem gerecht werden, das muss ich nicht. Wie komme ich denn dazu? Wenn du irgendwie meinst, einen Sonderwunsch zu haben und einer kleinen, minimalen Minderheit angehörst, kannst du nicht von anderen erwarten, dass sie ihre Nase nach deinem Wind drehen. Was ist denn das für ein Anspruchsdenken? Einfach sagen, nee, Sprache war schon immer so, ich lasse das jetzt so, generisches Maskulin passt super, Patriarchat ja. Super, finde ich super toll. Ach, Patriarchat. Und das ist eben für mich die Frage, weil wenn jemand sagt, ich finde es schwierig, sage ich, verstehe ich, voll cool. Und wenn du zu mir einmal Künstlerin sagst, statt Künstlerin, dann ist das, ich werde dann nicht sagen, hey, was machst du hier? So. Für mich geht es einfach darum, in dieser Diskussion vor allem ist es wichtig zu wissen, wollen Leute positive Veränderungen? Oder wollen sie es nicht? Wollen sie Teil davon sein oder wollen sie es nicht sein? Und das ist halt ein Prozess. Und dass es von heute auf morgen nicht funktionieren wird, ist klar. Und ich denke auch, dass diese Diskussionen und diese Runden... Ja, der Prozess läuft ja zurzeit in die andere Richtung, wie gesagt. Weil neueste Umfragen sagen, 80% lehnen das Gendern ab. Das war schon mal weniger. Das waren schon mal 70% oder 65% eine Zeit lang. Es hat ja zugenommen, das Gegengendern sein, weil Leute wie Sie und die anderen Damen, die da in der Runde sitzen, die sorgen ja dafür, dass das Gegenteil in der Bevölkerung erreicht wird, nämlich dass die Leute alle genervt sind. Insofern ist der Prozess ja momentan nicht in die Richtung, Seda, die du dir gerne wünschen würdest. Selber schuld. Immer weniger werden, einfach dadurch, dass es wahrscheinlich immer mehr Teil unserer Realität wird, nein, dass gegendert werden wird. Wird es und ich glaube, wir stehen noch sehr am Anfang von diesem Prozess. Ist das schon am Ende des Prozesses? Deswegen ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr hitzig im Moment, weil Sprache ist sehr persönlich, dem ist so. Und deswegen, ich habe keine Antwort auf die Frage. Ich frage es mich selber immer, ist es so, dass Leute einfach per se dagegen sind oder sagen sie, ich habe noch keine Lösung für dieses Problem? Wolltest du was dazu sagen, Markus? Weil du dich... Herr Reusband ist gleich melden, genau, wie elegant. nee, gar nicht. Ich habe sogar noch ein Beispiel. Vielleicht passt es da ganz gut, wie offen reagieren oder nicht offen reagieren Menschen auf so eine sprachliche Veränderung, die sich auch ein Haus wie der BR mal überlegt hat, witzigerweise schon vor 8 Jahren. Ich habe das rausgekramt und habe es auch dabei. Es gab da mal eine Broschüre, also 2014. Das Original schlummert irgendwo bei mir in der Schublade, deswegen habe ich es ausgedruckt. Faire Sprache. Der BR hat sich also schon vor 8 Jahren zur Ehrenrettung, bestimmt schon früher,
überlegt, wie kriegen wir es hin, geschlechtergerecht und diskriminierungsfrei auch zu schreiben und zu sprechen. Und da sind nette Tipps drin. Also die erste Empfehlung ist, neutral zu formulieren. Und ein Tipp ist eben auch zu sagen, statt hunderte Feuerwehrmänner waren vor Ort, hunderte Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. Diese Broschüre ist von jemandem aus dem BR. Man könnte ja auch Feuerwehrleute sagen, da sind ja auch Frauen mit drin, ne? Wäre ja auch möglich. Ja, es kommt ja immer auf das Beispiel an. Es gibt sicherlich Beispiele, wo man ganz einfach geschlechtsneutral sprechen kann. In der Tat, Einsatzkräfte oder Feuerwehrleute, dann hat man das Problem gelöst. Aber es gibt eben viele Beispiele, wo es nicht so einfach ist. Und dann sage ich lieber, dann bleibe ich lieber bei der männlichen Form, die auch als allgemeingültige Form Frauen dann mit einschließt, anstatt dass ich da irgendwie mir die Zunge verknote mit Innen und Doppelpunkt und Gender Gap und diesem ganzen Mist. Weitergegeben worden an die Presse, weil sich auch jemand darüber aufgeregt hat, dass es jetzt so eine Empfehlung im Haus gibt, Stichwort Veränderungsbereitschaft und Prozess, die Stichworte sind alle schon gefallen. Was hat der Merkur daraus gemacht? Eine Riesenüberschrift, BR verbannt die Feuerwehrmänner. Also das war damals ein großer Aufreger, weil natürlich diverse Zeitungen draufgesprungen sind und gesagt haben, der BR verbietet das Wort Feuerwehrmann. Das ist natürlich Quatsch. Und das war für mich als Pressesprecher damals eine der ersten kleinen Krisen, die man managen musste. Wie sei da sagt, ich kann es auch nicht beantworten. Ich glaube, es hat viel mit Gewohnheit zu tun. Und das ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass eine kleine Aufregungswelle dann durch die Lokalzeitungen geschwappt ist. Und der BR sich insgesamt, aber ja zum Beispiel auch in regelmäßigen Workshops für sensible Sprache, sehr intensiv damit befasst, wie es am besten klappen sollte. Aber von den Feuerwehrmännern ist es ein guter Übergang zu den Polizistinnen. Unserem letzten Zuspieler, Stefan Scheider, eines der Gesichter der Nachrichtensendung im bayerischen Fernsehen, ist vorher vor dem Diversity-Tag befragt worden. Ja. Und es ward Nacht. Achso. Doch, da ist er. Sprache ist doch kein Gesetzestext, kein Kasernenhof, bei dem von oben nach unten kommandiert wird, ab heute sprecht ihr so oder so. Sprache ist für mich ein echtes Lebewesen. Man muss es streicheln, man muss ihm gutes Futter geben. Man darf es nicht anschreien oder gar an die Kette legen. Aber genau das passiert gerade, gefühlt. Wenn ich einmal in der Sendung sage, PolizistInnen, reißt gleich 1000 Zuschauer aus dem Sessel und die brüllen den Bildschirm mit Schaum vorm Mund an. Das ist mir alles viel zu hitzig und viel zu laut. Das Lebewesen... Gilt aber für die andere Seite genauso. Für die Pro-Gender-Seite. Die ist genauso hitzig und laut. Also, warum wird man sich immer nur dann aufgeregt, wenn Leute sich über das Gendern aufregen, aber nie von der anderen Seite, ne? Sprache, das muss doch auch reifen dürfen. Ja, tut's aber nicht. Eines Tages dann in Ruhe eine vielleicht menschennahe Lösung finden, sollte doch jede und jeder den eigenen Sprech frei ausleben dürfen. Das ist ja dann auch irgendwie divers, oder? Ja. Ja, ist ja nicht mit so. Der Bitte, gleich ein Schlussstatement zu machen. Liebe Julia, kannst du damit leben, was der Kollege Stefan Scheider sagt? Ja, also ich fand es ein bisschen ambivalent. Also ich würde mir noch auf die Gerechtigkeitsfrage zurückkommen, würde ich sagen, es gibt Studien, zum Beispiel aus Schweden, die sagen, wenn man ein drittes Pronomen verwendet, also nicht nur sie und er, im Deutschen gibt es sie, er, und im Schwedischen gibt es aber eben neben han und hon, hen, dann ist nachgewiesen, dass nach Texten, die Leute gelesen haben, wo dieses Pronomen drin vorkommen, die Leute bei Befragungen danach sehr viel offener sind gegenüber den Rechten von LGBTs, also von Lesben, Schwulen, Transsexuellen, Intersexuellen. Und es gibt auch weitere Studien, die belegen, dass es... Wo ist denn da jetzt wieder der Zusammenhang? Ist doch Unsinn. ...zu einer stärkeren Gerechtigkeit und auch einer anderen Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft. Deswegen fände ich es toll, wenn es möglichst... Das redet sie sich alles ein. Die glaubt das alles tatsächlich, dass das so wäre. Aber da hat er ja in der Runde schon das Richtige dazu gesagt, dass es ein Trugschluss ist zu glauben, wenn man die Sprache ändert, würde man die Verhältnisse ändern. Natürlich tut man das nicht. ...nicht viele Redaktionen im BR übernehmen würden. Markus, das ist ein Auftrag. Das ist also ein Auftrag, jetzt natürlich nicht an den Pressesprecher, sondern eben intern was zu bewirken. Ja, und ich habe schon erwähnt, das passt auch gut, Julia, ich hoffe, ich liege nicht falsch, wenn die
Öffnung dieser Regel, keine Sternchen und das gesprochene Gendern nicht zu verwenden, einfach jetzt aufgehoben wurde, ist ja schon mal, by the way, für den BR schon ein Schritt, der jetzt getan wurde und der, glaube ich, auch mehr Eigenverantwortung in den Redaktionen in der Hinsicht auslöst, sich damit zu befassen. Wie spricht meine Zuhörerin, mein Zuhörer? Fabia, du hast die Podcasts angesprochen. Auch da ist der BR, habe ich mir nämlich vorhin noch notiert, auch als kleine, nicht Widerspruch, aber als Anmerkung. Klar hat der BR auch erkannt, dass insbesondere junge Menschen gerne zeit- und ortsunabhängig Audios hören. Also die Podcasts sind bei uns immer schon da gewesen und müssen einfach noch besser ins Schaufenster gestellt werden, weil davon gibt es richtig viel coole Angebote, auch in ein eigenes Podcast. Ja, ihr habt ja genug Geld. Das findet man auch im Netz. Auch wenn es keiner hört, ist ja egal. Man kann ja einfach immer raushauen. Rundfunkbeitrag ist ja genug da. Der Auftrag, um auf deine Frage zurückzukommen, Claudia, ist, sich weiterhin damit zu befassen. Und da will ich es mir jetzt nicht so einfach machen. Vielleicht unterhalten wir uns in einem halben oder einem Jahr schon nochmal anders, weil natürlich auch sowas auch wächst, evaluiert wird. Sprache ist im Wandel, war vorhin schon ein Stichpunkt. Ich bleibe aber dabei für den jetzigen Moment. So gehe ich auch als Pressesprecher damit um, habe ich euch ja schon erzählt. Würde ich sagen, eine allgemeine Regel, die man auch unserem Publikum insgesamt überstülpen kann. Negativ besetztes Wort, aber das passt vielleicht am besten, ist es vielleicht noch zu früh. Ich glaube, da muss ich einfach noch viel auch im Sprachgefühl und im Bewusstsein noch tun. Mhm. Fabia. Sprache ist für mich was... Also, wie gesagt, die Tendenz ist ja rückläufig. Es gibt ja immer mehr Gegner vom Gendern und nicht Befürworter. Insofern reden die sich alle was ein, da in der Runde. Außer dem jungen ehemaligen Landessprecher da. Der ist der Einzige, der einen klaren und einen klugen Kopf hat in der Runde. Politisches. Das heißt, wenn ich grundsätzlich nur das generische Maskulin verwende, dann schließe ich Leute damit aus. Und ach, Quatsch. Das haben wir in vielen Bereichen. Dementsprechend ist aus meiner Sicht unheimlich wichtig, dass wir als junge Generation uns schon vornehmen, ja, einen Schritt nach vorne zu machen, möglichst divers zu sein, möglichst inklusiv zu sprechen. Und das aber natürlich in seinem eigenen Tempo. Wir werden in den nächsten Jahren krasse Sprachveränderungen sehen. Ich musste vorhin etwas schmunzeln, als es hieß, ja, liegt es dann nur am Gendern? Ich habe letztes Jahr in der 11. Klasse einen Text dazu gelesen, der Sprachverfall zum Thema Anglizismen. Und da haben wir eine ähnliche Diskussion gehabt. Natürlich ist die Diskussion jetzt deutlich energiegeladener und nochmal emotionaler. Aber ich glaube, dass wir in einem Jahr vielleicht oder in einem halben Jahr nochmal ganz anders darüber reden. Und ich bin aber der Meinung, wir sind nicht unpolitisch, wenn wir weiterhin das generische Maskulin verwenden. Wir sind genauso politisch und wir positionieren uns genauso dazu, wenn wir eben ja, nicht gendern. Ja, wie ist denn Ihre Meinung zu Anglizismen? Das ist jetzt nicht ganz klar geworden. Ist sie da auch dagegen? Ist sie da wenigstens, dass sie sagt, okay, statt Diversity-Tag sagen wir eben Diversitätstag oder sowas? Oder ist das auch egal? Die hasst doch die deutsche Sprache. Das Ganze. Sie und die Dame daneben mit der Brille, die beiden, die hassen die deutsche Sprache. Und die hassen Deutschland an sich wahrscheinlich auch. Und deswegen haben sie solche Ansichten, wie sie haben. Sella. Dem könnte ich eigentlich fast nichts hinzufügen. Na, die auch. Es ist so, also... Es auch. Die Sprache wurde schon immer als Instrument auch genutzt. Ob das jetzt bewusst oder unterbewusst gemacht wird, sei mal dahingestellt. Ja, geschieht jetzt ja vor allem auch. Aber ich finde auf jeden Fall, dass das Wichtigste ist, sich klarzumachen. Man versucht, mehr Menschen mit einzubeziehen, Menschen mitzudenken, die im generischen Maskulin nicht mitgedacht werden. Und das ist ein Prozess, wenn sich da jemand vor mich stellt und sagt, das möchte ich nicht. Also ich glaube, dieser Person kann ich mit egal wie vielen Fakten und Studien kommen, diese Person wird die Meinung da nicht ändern. Ja, tust du ja auch nicht. Aber ich denke, dass wir... Gibt ja nur auch mehr als genug Fakten und Studien gegen das Gendern. Ne? Und müssen gar nicht hochtrabende Studien sein. Guckt euch das YouTube-Video von Alicia Joe an. Das ist ja sozusagen eigentlich das Video im deutschsprachigen YouTube, das wirklich wunderbar erklärt, warum das ganze Gendern Unsinn ist. Und Alicia ist eine Frau. Also da muss man nicht mehr zu wissen. Das guckt man sich einmal an und dann ist es im Grunde genommen eigentlich klar, worum es hier geht. Ist ganz einfach. Ja,
in den nächsten Generationen auf jeden Fall einen Wandel sehen werden. Ein Wandel, über den ich mich sehr freue. Und das Gegenteil glaube, wird der Fall sein. Dieser Prozess, der jetzt angefangen hat, sehr am Anfang steht, aber ich glaube, auf jeden Fall in eine gute Richtung geht. Nee. Moritz. Ich halte dagegen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir das eigentliche Ziel nicht aus den Augen verlieren sollten. Das Ziel ist es, gerechter, vielleicht sogar exakter zu sprechen, zu schreiben, eine gerechtere und exaktere Sprache zu haben. Und es ist nun mal nicht dasselbe, wenn ich von Einsatzkräften spreche, weil bei Einsatzkräften sind auch Polizisten dabei, das sind auch Rettungssanitäter dabei. Und das ist eben nicht dasselbe, wie wenn ich Feuerwehrleute schreibe, weil dann geht es explizit um die Feuerwehrleute. Ja, und, Feuerwehrleute ist ja richtig. Ich glaube, ja, Männer und Frauen. Die moralische Ladung rausnehmen. Ich finde es anmaßend, wenn man jemanden, der nicht gendert, vorwirft, er schließt explizit Leute aus. Ja, Weil, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ist es nun mal so, dass selbst wenn ich gender, die... Das ist ja noch, das ist ja noch harmlos, sowas zu sagen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, du bist transphob und du bist homophob, wenn du nicht genderst. So weit geht das ja teilweise sogar, ne? Oder die eine Dame, die vorhin das Wort gewalttätig benutzt hat. So weit geht es ja mittlerweile schon. Also das wird ja, da wird ja sowas von aufgerüstet sprachlich. Das ist ja unglaublich. Non-binären Menschen auch nicht explizit mitgenannt werden. Beim einen, so wie beim anderen, wird das auch nur mitgedacht. Und ich finde es umso schwieriger, auch diesen Ausdruck des politischen Standpunktes quasi zu übertragen und damit Leute zu diffamieren, die es vielleicht auf der einen Seite nicht wollen, aber die gibt es auf beiden Seiten und auf der anderen Seite, und da gibt es auch eine riesige Gruppe in unserer Gesellschaft, die es nicht können. Und ich warne wirklich davor, Gräben aufzureißen, die jetzt schon da sind und die noch viel größer werden könnten und die das eigentliche Ziel, und das nochmal, um jetzt den Bogen zu spannen, noch weitaus mehr verfehlen, als es jetzt eh schon ist. Sprache ist nicht perfekt, Sprache wird auch nie perfekt, und es ist eine großartige Aufgabe eigentlich, gemeinsam daran zu arbeiten, aber eben immer das Ziel im Auge zu behalten. Haben wir denn Kommentare auch aus den Schulklassen? Das würde mich jetzt interessieren. Tatsächlich, es guckt ist ja kaum jemand sehr zu. Viel reingekommen. Also viele, die auch dem Gendern zustimmen. Hier habe ich aber noch eine Meinung von einer Person. Und zwar, meiner Meinung nach sollte nicht gegendert werden. Es ist ein Zeichen, dass Deutschland keine anderen Probleme hat. Es gibt wichtigere Fragen, die besprochen werden sollten. Mhm. Gut, das ist ganz eindeutig eine Meinung. Und ich habe genau dazu die Frage. Aber nicht deine, die letzte Mentimeter-Frage. Die heißt, wie ist jetzt deine Einstellung zum Gendern nach der Diskussion? Also Gendern, so, jetzt sind wir gespannt. Finde ich ab jetzt klasse, Gendern finde ich ab jetzt doof, Gendern finde ich weiterhin super, Gendern finde ich weiterhin unnötig oder habe da keine Meinung. Und es ist schon fleißig abgestimmt worden. So, also die Mehrheit sagt, Gendern finde ich weiterhin unnötig und ich habe da keine Meinung. Also im Grunde genommen sind die also auch nicht fürs Gendern. Und Gendern finde ich ab jetzt doof, sagt jetzt eine bedeutende Zahl. Also die haben sich noch umstimmen lassen gegen das Gendern. Da hat er einen guten Job gemacht da in der Runde, der Typ. Und Gendern finde ich ab jetzt klasse und Gendern finde ich weiterhin super. Ja, findet gar nicht statt. Ja, super. Da habt ihr ja echt einen tollen Erfolg gelandet mit eurer Diskussion. Das war ja sehr überzeugend, die Argumente pro Gendern. Ne? Hat voll eingeschlagen. Der gesellschaftliche Prozess, der geht also munter voran, wie wir sehen. Mhm. Vorne liegen gerade 2 gleich auf. Gendern finde ich weiterhin unnötig und habe da keine Meinung. Ach nee. Jetzt wird noch schnell manipuliert, Gendern oder was? Gendern finde ich ab jetzt klasse, hat leider gar niemand also es hat niemand überzeugt, die Runde jetzt. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Aufruf, sozusagen nächstes Jahr wieder diese Veranstaltung zu machen. Das ist ja, glaube ich, auffällig, dass jetzt plötzlich noch welche aus ihren Löchern gekrochen kommen, um da abzustimmen. Wahrscheinlich haben wir hinter den Kulissen gesagt, oh, stimm mal schnell ab noch hier, damit noch ein paar Stimmen pro Gendern kommt. Das ist doch offensichtlich, ne? Also ich meine, da wird doch jetzt wirklich versucht zu manipulieren. Was anderes ist es doch nicht. Ist doch ziemlich klar. Ob sich was verändert hat in einem Jahr? Es wird sich überhaupt nichts verändert haben in einem Jahr. Und wenn eher zu euren Ungunsten, gegen eure Meinung. Der Trend ist in die andere Richtung. Wir werden dieses Gendern, irgendwann wird das wieder vorbei sein. Jedenfalls weitgehend. Also das wird ein paar Ewiggestrige geben, die dann als Ewiggestrige gelten, die das weiterhin machen werden, weil sie ideologisch verblendet sind. Aber die große Menge der Bevölkerung macht das nicht. Und es gibt genug Bewegungen dagegen.
Und ich bin ja auch einer von denen, die sich dagegen aussprechen. Und ich finde, dass die Argumente die besseren sind. Und dass ihr werdet euch damit nicht durchsetzen, Leute. Ihr könnt noch so viele Sendungen von Rundfunkbeitrag finanziert machen. Die versuchen da irgendwie die Leute zu beeinflussen. Das wird euch nicht gelingen. Tut mir leid. Na, gendern finde ich ab jetzt klasse. Findet etwas Zuspruch, aber weiterhin ist ganz vorne gendern, finde ich, weiterhin unnötig. Ja, Mensch. Das heißt aber auch, dass wir... Und jetzt ist eben deren Schlussfolgerung nicht, dass sie sagen, ja gut, die große Bevölkerung ist offenbar dagegen, dann müssen wir das wohl so akzeptieren, sondern die Schlussfolgerung von denen ist dann eben, naja, da müssen wir jetzt noch viel Aufklärungsarbeit leisten. Klammer auf, ne? Wir müssen die Leute noch weiter indoktrinieren, damit sie das endlich kapieren, dass sie gendern sollen. Tatsächlich irgendwann vielleicht nochmal die Diskussion führen müssen, sozusagen, wie wir die Veränderung weiterkriegen. Siehst du, also, genau. Wie wir sie schneller vorankriegen und nicht sozusagen Gremien es beschließen und dann vielleicht die SchülerInnenschaft nicht mitgenommen wird, sondern eben quasi wirklich... Die Leute wollen das nicht. Das kommt, das geht gar nicht in den Kopf von dieser Frau rein. Das ist nicht so, dass das... also sie ist immer noch der Meinung, die Leute, die jetzt mehrheitlich diese Meinung haben, sind alle doof oder unaufgeklärt oder irgendwie naiv oder haben die falsche Meinung. Das müssen wir dringend ändern. Und da müssen wir öffentlich-rechtlichen Medien dafür sorgen, dass in den Köpfen das entsprechend sich ändert. Das ist Beeinflussung, das ist Meinungsmache, was hier betrieben wird. Und ich meine, anstatt einfach zu sagen, okay, die große Mehrheit will es nicht, das müssen wir wohl so akzeptieren, war mal ein Versuch, hat nicht geklappt, dann lassen wir es halt. Ne? Irgendwie der SprecherInnenrat sagt, ja, wir wollen jetzt gendern, aber eben es unten nicht ankommt. Also wirklich dieses von Wachsen. Und ja, Mensch, ist ganz enttäuscht. Antwort, ne? Aber einfach mit der Generation wird sich schon verändern. Und du bist dir sicher, dass es eben in ein paar Jahren ganz anders aussieht. Ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass Sprache Macht hat. Also das auf jeden Fall. Und Worte Wirkung haben. Deswegen ist auch der Journalismus ein wunderbarer Beruf. Und deswegen sind solche Runden auch wahnsinnig wichtig, damit man eben miteinander redet und miteinander streitet. Kann gerne auch kontrovers sein. Aber halt. Ja, einen hat man eingeladen, der dagegen ist. Und vier haben eine andere Meinung dazu. Das ist ja eine sehr ausgewogene Runde, muss ich sagen. Eben immer mit dem Respekt aber hat sie gut geschlagen. Dem anderen gegenüber. Und auch da habe ich jetzt überlegt, bei der Formulierung dem anderen gegenüber, ob man es besser formulieren könnte. In dem Fall finde ich aber tatsächlich dem anderen gegenüber das Beste. Senna, hättest du eine bessere Lösung? Ich würde es in Plural ziehen und sagen, den anderen Personen, Menschen, den ja. anderen. Personen finde ich zum Beispiel irgendwie relativ abfällig. Da wird applaudiert. Man kann ja den anderen ohne. Gut. Mein Gott, ihr drei ideologisch verblendeten Weiber, dann gründet doch eine WG und gendert bei euch privat zu Hause in der Küche. Ist ja in Ordnung. Jeder kann machen, was er will. Oder jede Frau kann machen, was sie will. Aber belästigt uns doch bitte nicht damit. Es nervt. Diskutieren wir das nächste Mal miteinander. Und mit Respekt den anderen gegenüber und dem anderen gegenüber. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich verwende verschiedene grammatikalische Formen. Das sagt nichts über meine Einstellung. Und wir jetzt haben, möchte ich aber... Wir haben die Einstellung sehr deutlich gemerkt, meine Liebe. Das hast du nicht verbergen können. Die restliche Zeit noch nutzen, mich ganz herzlich zu bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, dass es hier so stattfinden konnte. Das waren viele, viele Menschen, auch die dafür gesorgt haben, dass wir die Zuspieler haben. Unter anderem der nette Nachbar von Frau Krämer, der älteren Dame, Herr Fischer, dem muss ich unbedingt Danke sagen, hat sie mir abgerungen, dieses Versprechen, aber auch hier im Raum, hinter der Kamera, in der Regie und so weiter. Ja, da wurde jetzt ein riesen Aufwand gemacht mit einer Live-Schalte, mit Kamera, mit Regie und alles drum und dran, mit Einspielern, die produziert wurden, die kriegen alle wahrscheinlich auch ein Honorar gezahlt, dafür, dass sich ungefähr 30, 40 Schülerinnen und Schüler an dieser Umfrage beteiligt haben und wer weiß, vielleicht maximal 100 überhaupt sich die Sendung angeguckt haben. Wie gesagt, die wurde ja im Mai 2022 produziert und veröffentlicht. Und jetzt im Juli oder Ende Juli sogar erst, also über 2 Monate später, hat einer sie mal gefunden zufällig und auf Twitter das öffentlich gemacht, dass es diese Sendung gibt. Wo man auch mal klar macht, wie hier der Rundfunkbeitrag zum Fenster rausgeschleudert wird für solche Sendungen, die hier gemacht werden, obwohl es eigentlich niemanden interessiert und auch... Es ist völlig unnötig.
von mir aus kann man gerne in einer der Talkshows bei Hart aber fair oder Anne Will oder was, da kann man ja gerne mal das Thema Gendern zum Thema machen. Ist ja in Ordnung, wenn man da eine ausgewogene Runde macht. Man soll es ja gesellschaftlich diskutieren, ist ja in Ordnung, aber dann bitte auch ausgewogen und nicht, dass einer hier sitzt, der 80% der Bevölkerung vertritt und fünf weitere dort sitzen, die 20% der Bevölkerung vertreten. Das ist keine ausgewogene Runde und das hat nichts mit Journalismus zu tun, um das auch nochmal klar zu sagen. Ansonsten, wenn Ihnen das gefallen hat, die Medienkompetenzprojekte haben ein wahnsinnig breites Programm. Sehr kompetent, ja. Machen viele Sachen, einfach bei uns auf der Homepage nachschauen. Und ansonsten macht der BR nächstes Jahr bestimmt auch wieder mit beim Diversity-Tag. Heute Nachmittag gibt es eine Diskussion auf BR24, wird sie gestreamt, mit unserer Intendantin zur Begrüßung. Da geht es darum, wie sehr die Gesellschaft inzwischen polarisiert ist und dass es eben wahnsinnig wichtig ist, miteinander zu reden, mit dem Respekt einander gegenüber. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren. Vielen Dank. Bitte dir. Toll, dass ihr dabei wart. Ja, Leute, was soll man dazu noch sagen? Also das ist doch wirklich, das hat ja mit Neutralität und mit neutraler Berichterstattung und mit Journalismus, es wurde ja zigmal das Wort Journalismus in den Mund genommen, hat das ja nichts zu tun. Das ist ja einfach nur, den Leuten was aufdrücken, den Leuten was einbläuen. Das ist wie in der DDR früher. Ne? Die Leute sollen bitte schön ein ganz bestimmtes Denken hier oben reinbekommen und solange das nicht passiert, wird immer weiter und immer weiter gemacht. Weil irgendwann werden es die Leute schon kapieren und irgendwann werden die Leute schon nachgeben und dann haben wir es erreicht, dann haben wir sie gebrochen in ihrem Willen. Das ist so ungefähr so die Ansicht. Zum Glück gibt es genug Menschen, die sich gegen diesen Quatsch wehren und beziehungsweise die sich dafür nicht interessieren. Und solange das der Fall ist, werden solche Leute wie die wir da gerade gesehen haben, scheitern. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin ja, wie gesagt, jemand, der ein Stück weit eben auch beim Gendern offen ist, wenn es um die Formulierung beider Formen geht, also Zuschauerinnen und Zuschauer, Abonnentinnen und Abonnenten. Aber man ist ja irgendwann wirklich an dem Punkt, und das ist ja, glaube ich, das, was viele in der Bevölkerung so sehen, dass man selbst das vielleicht irgendwann nicht mehr macht, aus Protest einfach. Man sagt, Leute, ich bin ja schon offen dafür, aber wenn ihr euch so verhaltet hier und wenn ihr so euch meint, hier durchsetzen zu wollen mit solchen Maximalforderungen, die völlig absurd und kurios sind, dann gender ich eben gar nicht mehr. Ne? Das wäre dann sozusagen die Haltung, die man dann einnimmt. Ja, insofern glaube ich jedenfalls, diese Entwicklung wird eine andere sein als das, was hier prognostiziert wurde. Und das ist auch gut so. So, dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal.